Senkrechtstart mit Hightech im Handwerk. Das bietet unter anderem die generative Fertigung. Was sich hinter dem Begriff verbirgt, lässt sich im Unternehmen MSA Vorrichtungsbau aus Eichelhardt im Westerwald praktisch erklären. Denn hier wird mittels Laser-Sintertechnik generativ gefertigt. Dabei werden Gegenstände in Koordinaten zerlegt und mittels Schichtverfahren Millimeter für Millimeter aufgebaut. Das Verfahren ist dem 3D-Druck ähnlich, der ebenfalls zur Familie der generativen Fertigung zählt. Wir haben hier eine Laser-Sinter-Anlage im Hintergrund. Dort bauen wir für unsere Anlagen Baukomponenten, die wir in unsere Sondermaschinen bauen und nutzen das aber auch oder bieten das an als Dienstleistung, wo wir Kunden die Möglichkeit geben, Bauteile im Bereich der generativen Fertigung zu erstellen, also das auch vollkommen neue Wege eröffnet, Bauteile zu konstruieren und auch zu fertigen. Mit der neuen Technologie produziert die von Allhäuser 1999 gegründete MSA Komponenten für Fertigungsmaschinen, die dann in erster Linie an die Automobilindustrie geliefert werden und weltweit im Einsatz sind. Damit ist die generative Fertigung Zulieferer im eigenen Betrieb und bietet eine ganze Reihe von Vorteilen gegenüber der konventionellen Fertigung. Wir haben Möglichkeiten, Geometrien zu erzeugen, die mit herkömmlichen Fertigungsverfahren nicht möglich wären. Halt dann auch in der Kürze der Zeit unterschiedliche Bauteile zu erstellen, ohne großartigen Werkzeugaufwand, den wir dann halt wo wir neue Werkzeuge erstellen müssen, sondern einfach nur CAD-Daten werden geändert und wir können kurzfristig dort reagieren, um für uns und auch unsere Kunden dann dementsprechend die Bauteile herzustellen. Mit den Spezialmaschinen sind Allhäuser und seine Mitarbeiter immer dann besonders gut aufgestellt, wenn einzelne Maschinenkomponenten gefertigt werden, die klein, kompliziert oder mit herkömmlichen Verfahren gar nicht herstellbar sind. Für den Handwerksbetrieb ein klarer Wettbewerbsvorteil, der unter einem Dach die Bereiche Elektrotechnik, Maschinenbau und Metallbau bündelt. Was MSA hier baut, ist technologisch Spitzenklasse und international begehrt. Zulieferer namhafter Automobilhersteller verlassen sich auf die Anlagen der Eichelharder Hightech-Schmiede, in der heute 6 Mitarbeiter beschäftigt sind, darunter 2 Handwerksmeister und auch 2 Lehrlinge. Mit Blick nach vorn ist Allhäuser auf gesundem Expansionskurs. Wachstum um jeden Preis gibt es für ihn nicht, sondern immer basierend auf den Möglichkeiten und der Nachfrage. Die ist aktuell richtig gut und der Betrieb hat bereits im August 2014 den Umsatz des gesamten Jahres 2013 erreicht. Auch das ist Teil der Erfolgsgeschichte, die nun auch mit Hightech und Laser-Sintertechnik fortgeschrieben wird. Generative Fertigung und 3D-Druck, darauf hat sich auch das Kompetenzzentrum für Gestaltung, Fertigung und Kommunikation der Handwerkskammer Koblenz spezialisiert. Dieses Zentrum, das Kompetenzzentrum für Gestaltung, Fertigung und Kommunikation, bietet seit ca. 6 Jahren ein 3D-Druckverfahren. Das ursprüngliche 3D-Druckverfahren, wo in einem Gipspulverbett 3D-Drucke entstehen können. Seit ca. einem halben Jahr bieten wir zusätzlich ein additives Verfahren, also ein Kunststoff, wo Kunststoffe aufeinander geschichtet werden, an. Ca. seit einem halben Jahr. Das ist ein sehr neues Verfahren, wird doch sehr gut angenommen. Zu den Leistungen des Zentrums zählt die Beratung und Erprobung modernster Fertigungsverfahren. Beim 3D-Druck spielen auch Möglichkeiten des Designs eine wichtige Rolle. Denn am Computer entworfene Gegenstände können in die reale Welt hineinproduziert werden und einer praktischen Begutachtung auf ihre Gestaltung unterzogen, gegebenenfalls auch verbessert werden. So bietet die generative Fertigung gleich mehrere Vorteile und wird im Handwerk branchenübergreifend eingesetzt. 3D-Druck oder besser gesagt generative Fertigung ist eigentlich der Hauptbegriff. 3D-Drucken ist ja nur ein Teil davon, eigentlich in allen Branchen des Handwerks zu ganz neuen Ideen führen kann. Ich mache mal 2 Beispiele. Ein Beispiel ist ein Orthopädiebetrieb, der Spezialeinlagen für individuelle Fußstellungen fertigt. Das ist natürlich ein Thema, was wunderbar bei der generativen Fertigung gelöst werden kann. Das heißt, immer ein Kundenprodukt auf ein Modell oder ein Produkt, was ich fertige. Die waren schon hier, mit denen entwickeln wir ein Projekt. Das reicht aber durchaus bis hin zu großen Gegenständen, wo es vielleicht noch Projektansätze in ganze kleine Schiffskörper, Bootskörper, auch drucktechnisch herzustellen. Ein spannendes Verfahren, da muss man natürlich noch viel Forschung betreiben, aber auch da sind wir an einem Projekt sozusagen mit initiiert, um sowas voranzutreiben.
Und sogar mit dem Werkstoff Schokolade wurde schon gearbeitet, als ein Koblenzer Konditor das Mittelrheintal als Schokotafel mit dem Know-how des Kompetenzzentrums fertigen ließ. Im breiten Materialeinsatz und der fast grenzenlosen Formgebung sieht die Handwerkskammer Koblenz ein enormes Zukunftspotenzial für die generative Fertigung. Entsprechend werden Handwerksbetriebe beraten und finden Weiterbildungsveranstaltungen im Kompetenzzentrum statt. Mehr Informationen gibt es im Internet unter hwk-kompetenzzentrum.de. Hier informiert die HWK über alle Leistungen rund um Gestaltung, Fertigung und Kommunikation.